ASMR-Kanal. Heute gibt es das erste Trigger Battle Video. Und zwar mit Tapping versus Mic Scratching. Und um das Ganze etwas spannender zu gestalten, etwas interaktiver, habe ich mir gedacht, Tapping wird mit Son Goku in Verbindung gebracht und Mic Scratching mit Vegeta. Und das heißt, jede Runde, es gibt insgesamt 5 Runden, ist auch automatisch ein Son Goku versus Vegeta. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wer von diesen beiden die einzelnen Runden gewinnt. Aber ganz entspannt, wenn ihr keinen Bock drauf habt und einfach nur das Battle genießen möchtet, dann müsst ihr natürlich nichts in die Kommentare schreiben. So, wir fangen an mit der allerersten Runde. Das erste Mic Scratching ist mit diesem Gegenstand. Ich weiß gar nicht, was die offizielle Bezeichnung dafür ist. Ich glaube, man benutzt das, um die Haut sauber zu machen. Ich habe diesen Trigger-Gegenstand einfach Sounds. Wenn ihr aber gerne eine Echo-Variante sehen möchtet, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Scratching mit diesen kratzigen Handschuhen hier.
habe ich, glaube ich, auch noch nie in der Form ausprobiert. Beim Mic Scratching muss man generell sehr, sehr aufpassen. Gerade bei diesem Blue Yeti hier, weil es extrem, extrem sensibel ist. Das Handy-Tapping kämpft gegen diesen legendären Holzchip. Und gerade dieser Holzchip ist natürlich mit Echo unglaublich krass. Deswegen, falls ihr gerne mal ein Echo-Battle sehen möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Muss ich das Tapping sehr, sehr nah am Mikrofon machen, weil es sonst zu leise ist.
ist es der Lockenwickler. Aber diesmal nur als Mike Scratching Krieger. Muss ich auch sehr, 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 sehr stark aufpassen. Switcher-Universum. Habt ihr mal ein paar Spiele davon gespielt? Oder Bücher gelesen? Oder die Serie geschaut? Das Buchtapping stellt sich jetzt dem Mike Scratching mit der Bürste. Und diese Bürste ist sehr, sehr stark. Da muss ich echt sehr, sehr aufpassen. Aber ich finde, es hört sich einfach anders an im Vergleich zu den Lockenwicklern vor allem. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.